wir sind begeistert. Ich bin platt. Genau, wir würden jetzt anfangen zu erzählen über das Boot und über uns. Und dann haben wir auch noch ein paar Reden und danach geht's zur Taufe. Okay, gut. Okay. Besser? Genau, also für alle nochmal vom Ablauf, wir präsentieren das Boot, was es kann. Wir haben ganz tolle Gäste auch hier, die berichten werden über die Zeit, wo wir auch die Unterstützung gekriegt haben. Alles abzudecken, das würde den ganzen Tag sprengen, deswegen versuchen wir uns kurz zu fassen an den Stellen. Die Taufzeremonie, anschließend wird das Boot zu Wasser gelassen und dann gibt es auch noch eine Kleinigkeit hier für alle, dass wir dann zusammenkommen können, nochmal nachschenken und auch was zu essen bekommen. Ich bedanke mich für die großartige Unterstützung, auch von den Schülerinnen und Schülern der Domschule, die heute hier da sind. Svea und das ganze Team, das seid ihr, ne? Sehr schön. Wir arbeiten seit Anfang an, seitdem wir die Idee publiziert haben, mit den Schulen in der Region zusammen, mit der Domschule, mit der Lawson-Schule, mit der AP Möller School, in der dänischen Schule hier, natürlich auch mit Luisen Lund. Wir haben die Schulleiter hier, Peter Rösner, schön, freut mich wirklich sehr, Paul Auls. Sven Duggen hat auch gesagt, dass er kommen wird. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ah, da ist er! Schön! Also es sind wirklich alle da. Es ist so, dass wir von Anfang an mit den Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten, um ihnen zu zeigen, wie kann man aus einer Idee eine Vision entwickeln, wie kann man das Ganze auch tatsächlich dann auf die Straße bringen. Wir kommen aus der Automobilindustrie. Und wir arbeiten nicht nur in dem konzeptionellen Bereich zusammen, sondern auch jetzt an Tagen wie heute, an den Veranstaltungen, aber auch im technologischen Bereich. Das heißt, wir haben auch Technologieprojekte, die wir mit den Schulen umsetzen und umsetzen werden in Zukunft. Und aus diesem Grund haben wir uns Folgendes für diesen heutigen Tag überlegt. Ihr seid alle eingeladen zu dieser Veranstaltung. Wer aber jedoch gerne sich irgendwie beteiligen möchte, hier ist ein Sparschwein, das stellen wir nachher auch nochmal zu Svea in den Eingangsbereich. Da steht drauf Innovationscampus der Schulen. Wir möchten mit dieser Technologie nicht nur zeigen, dass die Schifffahrt grün werden kann, dass wir Alternativen haben. Wir wollen auch gleichzeitig Motivator sein und Trainer, wie wir die Zukunft, die sich verändern wird, aber auch proaktiv noch gestalten können. Und wer möchte, wir freuen uns sehr, das dann auch zu unterstützen in Zukunft. Okay, jetzt hoffe ich, man hört mich besser. Ich übernehme den technologischen Part. Wir haben das Boot selbst gebaut. Wir werden es jetzt zu Wasser lassen. Wir freuen uns total auf diesen Moment. Es hat einen elektrischen Antrieb, das heißt völlig nachhaltig, aber es ist schon vorbereitet, dass wir eine Brennstoffzelle auch mit dazu nehmen. Wir sehen das als komplementäre Technologie, das heißt also Batterie und Brennstoffzelle zusammen. Und dann natürlich das autonome Fahren. Wir haben jetzt hier schon Kameras drinnen, man sieht die hier so ein bisschen versteckt. Man braucht immer eine Kamera, um Farben zu erkennen zum Beispiel. Alle anderen Sensoren kommen dann noch dazu. Wir machen das über eine Sensorfusion, das heißt also eine Umfelderkennung, um ein sicheres autonomes Fahren zu ermöglichen. Ja, und wir fangen jetzt an, das ins Wasser zu lassen und dann die ersten Tests zu machen. Im September sind schon die ersten Tests geplant mit Partner der Sensor, die Sensorik herstellen. Was auch ganz toll ist, nicht nur wir alleine sind an diesem Projekt beteiligt, sondern wir haben eine ganz starke Partnerschaft in diesem Umfeld über ganz Deutschland, auch in Schleswig-Holstein. IMA Navigation System, also die Weltmarktführer für hochgenaue Lokalisierung. Das heißt, die wissen nicht nur auf einen Zentimeter genau, wo sie sich befinden. Deren Standortanalyse ist noch um Faktor 100 und 1000 besser. Das sind einfach Garantien dafür, dass die Sensoren, die wir selber entwickeln und auch mit den Partnern weiterentwickeln werden, dass die dann auch validiert sind und wirklich den Technologievorsprung international auch in Zukunft weiter aufrechterhalten, den wir heute schon genießen dürfen. Was wirklich spannend auch ist, ist die Tatsache, dass wir komplett modular arbeiten. Wir hatten eben schon ein kurzes Gespräch mit Bernd Buchholz und Petra Nikolaisen darüber geführt. Wir sehen es wirklich als Komplementärtechnologie an, dass man die Batterie benutzt zum Laden und zum Fahren und die Brennstoffzelle als Range Extender, so eine Art Ladesäule, die man dabei hat. Das heißt, keinen Technologie-Clash mehr und keinen Glaubenskrieg, sondern wirklich das Beste aus zwei Welten zu verwenden. Das sind Werkzeuge und wenn man weiß, wie man die einsetzt, dann kann man das Beste rausholen. Das heißt, im Hafen nachladen an der Steckdose und wenn ich unterwegs bin, auch mit dem Wandlungsverlust der Brennstoffzelle eben die Reichweite optimieren. Das
ist nicht nur ein sonniger Tag für den Wirtschaftsminister, das ist ein superschöner Tag für den Wirtschaftsminister. Weil Sie sich vorstellen müssen, es gibt so ein paar Dinge, mit denen startet man so in eine Legislaturperiode und die möchte man gerne adressieren, dass die stattfinden. Dazu gehört eine verstärkte Start-up-Kultur im Land, indem man sowas wie einen Accelerator schafft, damit die Start-ups hierher kommen, damit man attraktiv wird für Menschen aus anderen Bundesländern, hierher zu kommen und sich hier anzusiedeln. Okay, die Niederbayern und die Oberbayern, die hier vorne stehen, das sind ja Zugreiste, ne? Die sind ja, freilich, die sind ja nicht von hier. Die sind ja hierher gekommen. Also wir wollen attraktiv werden für Menschen aus anderen Teilen und zu sagen, Mensch, da lohnt es sich. Und wenn dann, jetzt mache ich ein bisschen Werbung in eigener Sache, müssen Sie sich anhören. Es gibt eine Podcast-Reihe mit mir. Wenn Sie echte Chancen bei Podcasts eingeben und dort die Folge 15 wählen, dann kommen Sie auf ein Gespräch mit Stefanie und Lars Erhard. Und dieses Gespräch müssen Sie gehört haben. Das ist einfach Wahnsinn, oder? Ich fand so, das war so toll. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Das hat so unglaublich gemacht, weil man da genau das alles, also Innovation, Startup-Kultur, und dann läuft es einem so warm den Rücken runter als Wirtschaftsminister, wenn die beiden sagen, na, wir sind nach Schleswig-Holstein gekommen, wegen der Infrastruktur hier, weil ihr so einen Glasfaserausbau habt, weil ihr einen Autobahnanschluss in Schleswig habt und weil wir mit der Schleife Ort ein Testfeld haben, das ist absolut top. Und deshalb sind wir nach Schleswig-Holstein gekommen, obwohl wir für die Automobilindustrie in Bayern gearbeitet haben, in Ingolstadt für Audi und so. Nein, das wollten wir da oben machen. Natürlich war die Leidenschaft zum Segeln auch, glaube ich, ein bisschen... Das ist wunderschön. Hatte auch was damit zu tun. Nein, ich will das mal auch sagen, das Ganze kombiniert mit den Zielen, die dabei die beiden Eberhards im Kopf haben. Ja. Engelhardt, alles gut. Engelhardt. Kommt in die Outtakes. Sorry, die beiden Engelhardts im Kopf haben. Ja, also, guck mal, so viel passen. Oh, Engelhardt, sorry. Die Ziele, die wir dabei im Kopf haben, passen natürlich auch dazu. Wir müssen die Zukunft anders gestalten, als wir das bis heute machen. Wir müssen auch im Schiffsverkehr sehen, dass wir emissionsfrei unterwegs sind. Und wenn wir Technik und Digitalisierung nutzen wollen, dann müssen wir auch mal gucken, dass wir autonom auf den Wasserstraßen unterwegs sein können. Das sind alles Entwicklungen, die die Schifffahrt überlegt, aber in Wahrheit noch viel zu wenig vorantreibt. Wenn dann ein Start-up mit Menschen aus Bayern in Schleswig-Holstein stattfindet und das hier alles vor Ort zu einem Prototypen zusammen, mit Zero One zu einem Prototypen, der auch schon eine Zulassung hat, als Schiff direkt irgendwo unterwegs zu sein, dann ist doch, also, ich finde das sensationell. Das ist ein Riesenapplaus für Sie beide. Was Sie machen, ist einfach super. Ich bin aber noch nicht fertig. Nein. Weil das mit den 3-Minuten-Pitch, das könnt ihr vergessen. Also, das ist, an der Stelle ist mir viel zu viel wichtig. Denn es ist eine bestimmte Entwicklung für uns, die auch insoweit toll ist, als dass ihr mit eurem Startup eben auch Teil eines Programms von uns sind. Stefan Stenger steht da drüben, Gateway 49, der hat in Lübeck einen Accelerator auch mit der Hälfte unseres Geldes mit aufgebaut, aber die Hälfte des Geldes der Wirtschaft, um zu sagen, wir brauchen etwas, um diese Start-up-Szene anzukurbeln, um ihnen eine Chance zu geben, mit Mentoring, mit Unterstützung, mit der Überprüfung ihrer Businesspläne dafür zu sorgen, dass das für die noch besser wird. Und wenn man das Podcast-Thema sich anhört, ich habe es mir auf der Herfahrt nochmal angehört, unseren Podcast, deshalb bin ich so begeistert gerade. Ich höre mir sonst die Podcasts nie an. Aber dass dann jemand sagt, ja, auch im Verhältnis zu vielen anderen, das bringt wirklich richtig was. Das ist richtig gut für euch und hat euch geholfen und ist auch so, dass man damit noch mehr voranbringt. Dann bringt etwas als Landesprogramm was, wo wir was gemeinsam machen, Herr Stengel, wo man sagen kann, hey, offenbar nicht alles falsch gemacht. Das ist schon gut. Wenn ihr dann auch noch eine Kooperation mit der Firma Wirtz, wo sind die Herren? Wo sind die Herren von der Firma Wirtz? Die standen vorhin da hinten, jetzt stehen sie da. Wenn man dann auch eine Kooperation mit einem großen Industrieunternehmen hierher holt und sagt, pass mal auf, die kennen wir aus alten Zeiten, aus der Automobilindustrie. Aber die sind auch innovationsgeladen. Die wollen auch dabei sein. Die wollen an einem solchen Projekt auch teilhaben. Dann freut mich das ganz besonders, weil natürlich ich gerne möchte, dass die Bayern und die Baden-Württemberger und auch die aus Künzels auch hier hochgucken und sagen, boah, da tut sich was. Da ist aber richtig was los. Und die Innovationen kommen aus dem Norden. Die kommen jetzt aus Schleswig oder letzte Woche, will ich auch mal sagen. Gar nicht weit von weg. Ich schlei runter. In Kappeln,
gibt es eine Firma, die heißt Wallaby. Wallaby Boats, die haben in der letzten Woche mit einem Kooperationsvereinbarung mit einer Werft in Lauenburg bei Hitzler, und da war ich dann auch dabei, ein Prototyp, eine Kiellegung eines Prototyps vereinbart, der im Versorgen von Offshore-Windkraftanlagen durch eine mobile Art und Weise diese beiden Kufen quasi zu bewegen, viel mehr Stabilität in die Schiffe bringt. Weltweit ein Prototyp mit einem australischen Patent dahinter bauen wir möglichst in Serie in Lauenburg, in Lauenburg bei uns mit einem Startup-Unternehmen aus Kappel. Und das 2 Wochen hintereinander, die und ihr hier, das zeigt einfach, hier ist einfach Musik drin. Und das mag ich. Genau. Wenn Dynamik ist, wenn was abgeht, wenn dann auch noch ihr Kooperationen mit den Schulen hier vor Ort macht, wenn wir davon auch noch die Innovationsdynamik ein bisschen auf die jungen Leute übertragen, wenn dabei sowas entsteht wie so ein Movement zu sagen, hey, Zukunft ist auch technologisch gestalten können. Wir wollen was verändern, aber wir wollen es nicht nur einschränken, sondern wir wollen dabei richtig mit Technik umgehen und dabei die Welt ein Stückchen besser machen. Dann geht mir das Herz auf. Wenn sich das jetzt in Bruttowertschöpfung umsetzt, und im Bruttoinlandsprodukt. Und das finde ich jetzt den schönen Abschluss. Ne? Was sagt Frau Engelhardt? Was sagt Frau Engelhardt auf meine Frage im Podcast, wo stehen Sie in 5 Jahren? Die Antwort, dann sind wir ein Einhorn. Ein Einhorn ist ein Startup-Unternehmen, das einen Milliardenumsatz macht. Nur mal zur Erklärung. Selbstbewusst sitzt sie da und sagt, wir sind dann ein Einhorn. Das sind die Leute, die wir brauchen hier oben. Also ich finde ganz toll, was ihr macht. Ich wünsche diesem Boot, diesem Schiff alles Gute. Ich sage jede Form der Unterstützung zu, die wir, wenn wir nicht sowieso sie geleistet haben, noch wo wir noch helfen können, helfen wir gerne. Wir werden kommen, danke. Vor allem aber wünsche ich euch, dass ihr so mutig, so innovativ und so kreativ bleibt, wie ihr bisher seid. Dem Boot und eurer Firma alles, alles Gute. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Bleib ruhig stehen. Liebe Stefanie, lieber Lars Engelhardt, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Sehr geehrter Herr Minister, herzlich willkommen in meinem Wahlkreis. Ich darf das so sagen, ich bin nämlich hier die einzige Bundestagsabgeordnete. Mal gucken, wie es dann nach dem 26. September aussieht. Schauen wir mal. Herr Bürgermeister, und ich sage jetzt einfach mal, liebe alle, damit ich hier niemanden ausschließe, eine ehemalige Ministerin hat das auch immer gemacht, das kann man auch gut übernehmen. Der Klimawandel steht ja nicht vor uns, wir sind irgendwie mittendrin, stellen wir fest. Und eben das, was Stefanie Engelhardt eben beschrieben hat, dafür stehen Sie und Sie haben beschrieben, stehen stellvertretend eben für das, was Sie eben beschrieben haben. Totale Innovation, als ich Sie beide kennengelernt habe. Wir haben uns eben geduzt, wir noch nicht, deswegen bleibe ich jetzt beim Sie, ich glaube, es ist einfacher. Als Sie das vorgestellt haben, war ich wirklich begeistert und es ziehen so viele Leute hier an einem Strang. Und Sie haben diese Region oder nehmen diese Region jetzt innovativ mit und das hat die Region auch angenommen, stelle ich fest. Sie setzen auf einen elektrischen Antrieb mit Brennstoffzellen und eben dem grünen Wasserstoff. Sie haben neuartige Smart-Sensoren erfunden, die für autonomes Fahren auf dem Wasser notwendig sind. Und Sie haben nicht nur Ideen entwickelt, sondern sie hier an der Schlei, der Minister hat es eben gesagt, umgesetzt. Und wir werden dieses Projekt ja hoffentlich gemeinsam dann auch fortsetzen können. Für den Wirtschafts- und ich sage jetzt mal Wissenschaftsstandort Schleswig, das darf ich jetzt mal so behaupten, hier ist jetzt ganz viel Wissenschaft vorhanden. Und für das ganze Land ist dieser Prototyp Zero One als erstes voll digitalisiertes, emissionsfreies Boot seiner Art deshalb hier von ganz, ganz großer Bedeutung. Und es schafft einen zentralen Anknüpfungspunkt für viele weitere innovative Projekte hier in der Region. Vor allem aber hat es das Zeug zum Aushängeschild eines Technologiestandortes hier zu werden und weit über die Grenzen Schleswig-Holsteins hier auch bekannt zu werden. Als Bundestagsabgeordnete werde ich diese weiteren Schritte und Projekte, und wir haben noch ein paar Schritte, die wir gemeinsam gehen möchten, dann gerne begleiten und ich verfolge das weitere Verfahren mit Spannung. Und nochmal eine persönliche Anmerkung.
Ich bin also da drüben auf der anderen Seite genau an dem Segelhafen groß geworden. Bin groß geworden mit der Wappen von Schleswig, die dort liegt. Damals gab es noch ein Schwesterschiff dazu, mit der Hein, die jetzt leider nicht mehr fährt. Und das ist jetzt hier die nächste Generation, die wir hier vor uns haben. Autonomes Fahren auf der Schlei. Ein absolut interessantes Projekt. Es ist jetzt oder wird gleich meine dritte Schiffstaufe. Aber ich stelle mir das nicht so ganz einfach vor, aber irgendwie kriegen wir diese Flasche kaputt. Das ist das Ziel. Ich wünsche mir, dass Sie weiterhin so viel Elan und auch Schwung in diese Region bringen. Ganz viel Erfolg für das Projekt. Ein Dreiviertel der Strecke sind wir ja schon gegangen. Ich glaube, es fehlt nicht mehr viel, aber das ist der Prototyp. Alles Gute und ich beteilige mich gerne weiter an dem Projekt und alles Gute hin weiterhin. Und ich habe Ihnen was mitgebracht und zwar eine Windstärke 13, die wir hoffentlich nicht so häufig auf der Schlei haben. Aber diese Flasche, die steht auch bei Windstärke 13. Und ich bin überzeugt davon, dass auch Sie bei Windstärke 13 und bei 4 Gegenwind, den man ja das ein oder andere Mal auch aus Richtung der Politik oder aus Richtung der Bürokratie erfährt, wir haben es am eigenen Leib erlebt, dass Sie dann standhalten und sich dort gegenstellen. Das schaffen wir gemeinsam. Alles Gute, viel Erfolg. Vielen Dank dafür. Das ist eine künstliche Intelligenz. Das ist, kann man sich tatsächlich vorstellen, auch wie einem Kind das Fahrrad beizubringen, das zu fahren. Das macht man auch nicht gleich auf der Autobahn oder auf der Landstraße. Man beginnt erstmal hier auf der Schlei. Es ist, wie Bernd Buchholz schon sagte, das ideale Testgebiet für uns. Das ist eine Bundeswasserstraße ohne aktiven Handelshafen. Die einzige Konfiguration übrigens in ganz Deutschland. Die Schlei ist eine Besonderheit, nicht nur in unserem Herzen, sondern auch infrastrukturtechnisch. Es wäre an keinem anderen Ort der Welt möglich gewesen, das Boot jetzt schon international mit einer Nummer, aber auch mit einer Versicherung quasi laufen zu lassen. Von daher wirklich tolle Karten und ich bin gespannt auf die weitere Zukunft. Herr Dose, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie hier sind. Meine Damen und Herren, liebe Engelhardt, die 3 Minuten werde ich auch nicht schaffen, aber ich werde auch nicht ganz so viel in Anspruch nehmen wie Sie, Herr Minister, sei Ihnen aber gegönnt. Sehr geehrter Herr Minister Buchholz, Frau Bundestagsabgeordnete Nikolaisen, sehr geehrter Herr Gerfer von der Firma Würth, sehr geehrte Landtagsabgeordnete Serpil-Mediat, Liberte Pauls, sehr geehrte Vertreter aus dem politischen Raum in Schleswig, ich sehe unsere Bürgervorsteherin, den CDU-Fraktionsvorsitzenden Herrn Ley, den SPD-Fraktionsvorsitzenden Herrn Dahl, den SSW-Fraktionsvorsitzenden Herrn Clausen und Herrn Bergemann von den Freien Wählern. Ich müsste noch viel, viel mehr Leute persönlich begrüßen, aber dann würde ich den zeitlichen Rahmen allein schon in der Begrüßung sprengen. Fühlen Sie sich alle herzlich begrüßt. Da ist gerade noch Frau Teves von den Grünen angekommen. Just in time. Und just in time strahlt ja auch die Sonne heute. Meine Damen und Herren, liebe Frau Engelhardt, lieber Herr Engelhardt, ich kann mich noch sehr gut an unser allererstes Treffen erinnern, das noch kurz vor meiner Amtseinführung war. Sie haben Kontakt zu mir hergestellt und wir haben uns in der Strandhalle im Strandleben getroffen und ich habe Herr Geschütze dazu gebeten als Stadtmanager und Sie haben uns erstmalig von Ihrer Geschäftsidee erzählt. Als Sie damit durch waren und die Gaststätte verlassen hatten, haben, das kann ich sagen, Helge, wir uns erstmal angeguckt und nicht auf den Schrecken, aber auf die Informationsfülle ein Bier bestellt. haben die Informationen sacken lassen und das sage ich so ganz offen, wir haben überlegt, ist da was dran? Kann das sein? Genie oder Wahnsinn, ist immer die Frage. So, aber wir haben uns natürlich sehr schnell dazu entschieden, die ersten Kontakte hier in Schleswig für Sie zu knüpfen und ich kann das sagen, nach 1,5 Jahren, die wir uns jetzt kennen ungefähr, ich bin schwer beeindruckt, was Sie in diesen 1,5 Jahren bewegt haben, welches Netzwerk Sie geknüpft haben, welche Partner Sie gefunden haben in dieser kurzen Zeit. Auch die Kooperation mit den Schulen finde ich hervorragend. Herr Auls ist da und ich glaube von der AP Möller habe ich noch nicht gesehen. Ah, der Herr Duggen, hallo, auch herzlich willkommen. Ja, also auch, dass Sie unsere Schulen mit einbinden, finde ich schon ganz fantastisch. Sie haben uns an diesem Tag auch erzählt, welche Konzepte Sie haben, um Fachkräfte nach Schleswig zu holen. Die ersten haben Sie schon. Sie arbeiten schon mit vielen Leuten zusammen hier in der Region. Und Sie haben uns auch erzählt, warum Sie nach Schleswig kommen. Wenn man hier aufs Wasser guckt, dann ist das schon mal klar. Die Stadt ist auch schön, das haben Sie nicht erwähnt, Herr Minister. Wir sind Sie ja auch da. Sie wissen ja, dass
meine Frau hier geboren. Das weiß ich, genau. Aber sie ist nicht mehr da. Sie ist woanders. Das hat, wird auch einen Grund haben, aber das können wir nur. Das können ja nur Sie. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das können nur Sie in Person sein, auf keinen Fall die Stadt. Sie haben aber auch die Stadt sehr lange beobachtet. Sie haben uns förmlich gescoutet. Sie haben festgestellt, dass wir es mit dem Breitbandausbau ernst meinen, und Sie haben auch Potenziale in der Stadt erkannt. Und in der Tat, und das sage ich jetzt für diejenigen insbesondere, die nicht aus Schleswig kommen, wir haben hier tatsächlich im Moment eine ganz großartige Entwicklung. Wir werden in den nächsten 3 bis 5 Jahren bis zu 1500 Wohneinheiten neu entwickeln. Das ist jetzt auch keine Utopie, sondern die B-Pläne sind da, die Investoren sind da, die Grundstücke sind verkauft, es trudeln regelmäßig Bauanträge ein, und in 3 Wochen haben wir einen großen Spatenstich auf der Freiheit. Das ist schon mal großartig. Wenn wir dann auch brauchen. Und das ist ja nicht nur das. Wir werden die Innenstadt neu sanieren, wir werden die Ladenstraße komplett neu gestalten, wir werden Qualität herstellen, Aufenthaltsqualität, Straßenwege, Plätze, tut auch Not. Die Innenstadt ist aus den 70er Jahren. Danke für den Hinweis, Herr Buchholz. Raum zum Gestalten. Aber dann gebe ich den Ball mal zurück. Das Land hilft uns auch nicht immer mit den Vorgaben. So. Mit Frau Sütterlin-Wagt treffe ich mich nächste Woche. Sehr gut. Und auch das nicht nur. Wir haben auch eine hervorragende touristische Entwicklung, trotz Corona. Die 10 Jahre vor Corona haben wir jedes Jahr erneut steigende Tourismuszahlen gehabt, nicht nur in Schleswig, sondern auch in der Region. Wir sind die erste und einzige zertifizierte Region, die für nachhaltigen Tourismus zertifiziert ist. Dank Herrn Tripphaus aus Zifferschlei. Hallo Herr Tripphaus. Wunderbare Arbeit. Und wir haben das Weltkulturerbe Heiterbuh-Danneberg vor der Tür, direkt gegenüber. In diesem Zusammenhang planen wir natürlich auch, und das wäre durchaus sinnvoll, auch für die Gäste, die uns hier besuchen, das Thema Wasser in diesem Zusammenhang mit erlebbar zu machen. Und da spielen Sie natürlich eine Rolle, gerade was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und ich sehe Herrn Heil und Herrn Feddersen, die Amtskollegen von gegenüber. Wir arbeiten dann in einer AG zusammen, auch mit der IHK, Herr Wesemann, dass wir das hinbekommen, eine Schleiffähre zu installieren. Und da spielen Sie natürlich eine wesentliche Rolle. Ich kann mir da sehr gut eine Zusammenarbeit vorstellen. Wir haben auch trotz Corona eine enorme gewerbliche Entwicklung. Wir haben auch für die Auswärtigen gesagt, ein großes Gewerbegebiet mit 24 Gemeinden gemeinsam in Schubi. Schubier Gemeinde, 50% gehört der Stadt Schleswig, fast 300 Hektar, die wir vermarkten, schleppende Vermarktung die ersten Jahre. Jetzt läuft es richtig an. Leuchtturm, Flensburger Brauerei, wir werden weitere Grundstücke verkaufen. Ende des Jahres sind wir bei 70%, denken schon über Erweiterungen nach, Herr Minister. Das ist schon mal ganz ordentlich. Unser Schleswiger Gewerbe entwickelt sich sehr positiv. Wir haben im St. Jürgen kaum noch Flächen. Wir werden uns auch da weiterentwickeln. Also das sind alles positive Zahlen. Und da sage ich jetzt mal, Frau Engelhardt, Herr Engelhardt, da haben Sie uns gerade noch gefehlt. Natürlich ist es so, dass ein Unternehmen wie Ihres für die Stadt Schleswig eine große Chance darstellt. Nicht nur für die Stadt Schleswig, sondern für die gesamte Region. Sie entfalten bereits jetzt eine hohe Strahlkraft. Und weitere Ansiedlungen sind natürlich dann auch denkbar, und in der Regel, wenn solche Unternehmen sich ansiedeln, folgen weitere. Innovation in Schleswig, Innovation made in Schleswig, das hört sich für mich super gut an. Ja. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich ideale Bedingungen vor Ort, die Schlei haben Sie gesagt, haben wir erwähnt, aber auch die Unterstützung. Die Stadt, auch die Stadtwerke unterstützen tatkräftig, sie haben die volle Rückendeckung von unserer Politik, und auch unsere örtliche Wirtschaft engagiert sich hier wirklich enorm. Ich nenne namentlich Herrn Hansen, der nicht da ist, aber seine Tochter, Frau Hansen, und ich nenne die Eheleute Ollerking, die hier auch stehen. Das, was die Wirtschaft hier auch tut in Kooperation mit Ihnen, das ist auch schon, finde ich, einmalig und auch sehr beeindruckend, und dafür auch an alle Beteiligten, die örtliche Wirtschaft, die überregionale Wirtschaft, die Partner, alle, die mit Ihnen zusammenarbeiten, alle, die Ihr Unternehmen mitentwickeln, einen ganz, ganz herzlichen Dank auch von der Stadt Schleswig. Die heutige Schiffstaufe stellt für Ihr Unternehmen einen wirklich bedeutenden Meilenstein dar. Das Handelsblatt spricht sogar von einer Zeitenwende in der Schifffahrt. Das ist natürlich mächtig. Und insofern, ich freue mich. Ich kann Ihnen zusagen, dass wir als Stadt, dass die Politik, dass auch die Wirtschaft nach wie vor hinter Ihnen steht und Sie weiter unterstützen wird. Ich wünsche Ihnen für die weitere Entwicklung Ihres Unternehmens alles Gute. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und bin wirklich gespannt, was uns in der Zukunft noch erwartet. Vielen, vielen Dank. Dass wir so tolle Unterstützung hier bekommen haben, hat nicht nur gebracht, dass wir hier angekommen sind, sondern dass wir auch geblieben sind. Und das ist echt, echt toll. Dankeschön. Wie schon gesagt von den Sprechern vorher, dieses große Netzwerk, was sich aufgebaut hat. Dieses Boot ist nicht nur die Summe seiner Teile, es ist alles das, was wir hier haben. Wenn jeder von Ihnen mal nach links und rechts schaut,
Jeder hier hat in irgendeiner Form etwas zu diesem Ganzen beigetragen. Von den Fischern am Holm bis zur deutschen Gesellschaft, mit denen wir auch noch öfter jetzt auf dem Wasser zu tun haben werden. Jeder Einzelne, der hier steht. Das heißt, auch später, wenn wir den Sekt genießen dürfen, die Frage ist nicht, wer das ist, sondern wie wir quasi alle als Netzwerk zusammenhängen, als Gemeinschaft in der Region, um damit auch über die Region hinaus zu strahlen. Und das wächst und wächst und wächst. Und deswegen freue ich mich besonders, heute auch Alexander Gerfe zu begrüßen von der Wirt Electronic ISOS Group, die uns auch quasi dann in Berlin die Bühne gegeben haben, unser Schiff zum allerersten Mal zu enthüllen auf dem GreenTech Festival. Und dazu gerne mehr von Alexander. Vielen Dank. Ja, danke. Soll frei hochkommen, gell? Ja. Ist ein Wirttritt. Alles gut. Wunderbar, dann kann nichts schief gehen. Ja, ich sage gleich guten Tag, liebe alle, das macht es dann einfacher. Wir haben uns auch schon ein bisschen gesprochen vorher. GreenTech Festival, das ist ein gutes Stichwort. Das ist ja eines der größten Festivals, auch von Nico Rosberg mit initiiert. Und wir als Wirt Elektronik sind auch vertreten und freuen uns, auch Startups mitzunehmen. Und dann war die Frage an meinen lieben Kollegen Thomas: Ja, wen nehmen wir denn dieses Jahr so mit? Und dann sagt er: Anders Future Boats. Und dann war das für mich mal soweit okay. Und habe dann noch einen Beitrag gesehen im Fernsehen und dann bin ich fast vom Hocker gefallen, weil das war kurz vor dem GreenTech Festival und das Boot stand eigentlich noch in seinen Einzelteilen in eurer Halle. Nackt sozusagen. Und ich habe dann nochmal den Thomas gesagt: Thomas, wird das was? Weil das soll da drauf stehen, das soll da aufgebaut sein. Und er sagte: Bleib ganz ruhig, das schaffen die. Und das ist halt. Und das macht es halt aus. Und das ist das Entscheidende. Wir reden ja viel über Startups. Wir reden viel über Startup-Förderung und wir fördern gerne Startups. Wir als Wirt Elektronik, wir machen Hardware, also wir gehören zum Schraubenkonzern Wirt dazu, sind ein eigenständiges Unternehmen, machen elektronische Bauelemente und lieben vom Herzen her Hardware und wissen und erleben, und das erlebe ich auch leider live immer wieder, diese Hardware-Startups, das ist reine Hardware hier, das können Sie anfassen, das nennt man Hardware. Das schwimmt dann auch, ne? Das ist auch schon mal richtige Hardware. So berechnet, ja? Ja, also nochmal, diese Hardware wird leider nicht so wahrgenommen, kriegt nicht die gleiche Awareness wie die reine, sag ich mal, Fintech-Geschichten, also Banking und Dating-Apps und was es da alles gibt. Das ist da leider der Punkt, und wir haben hier auch wieder ein solches Startup, was unwahrscheinlich viel Potenzial hat und wo ihr auch persönlich ein großes Risiko geht. Also ihr geht da wirklich volles Risiko, aber wir wissen, dass es was wird, das ist schon mal gut, das wird, ne? Das ist was wird. Aber wie gesagt, es ist immer das Thema, also Startups zu fördern ist das eine, und es geht damit los, einmal die Awareness natürlich zu haben, aber auch natürlich den Markt, die Applikation zu kennen, die Applikation genauestens zu untersuchen, also auch wenn ihr mit den Schulen zusammenarbeitet, ne, das Thema Design Thinking ist ein großes Thema, kennen wir unseren Markt, kennen wir die Schmerzen des Marktes, wo müssen wir morgen sein? Nicht heute in den Transporten, die wir das heute machen, wir müssen Transportlösungen morgen ausschauen, dass sie nachhaltig sind, dass sie etwas verändern, dass sie eben nicht die Ressourcen so brauchen, wie sie heute brauchen, dass sie eben den möglichst wenig Impact haben, also jetzt müssen wir rüberfahren auf die andere Seite, das war halt eben, wir machen ja einen Eingriff dann, dass wir es leise tun, dass wir es eben nicht verschmutzend tun, also das sind alles Dinge, die wir in der Zukunft beantworten wollen. Das sind die entscheidenden Fragen. Aber dann geht es ja noch weiter. Das ist die eine Frage. Die nächste Frage ist, was braucht es dazu? Also welches Knowledge brauchen wir dazu? Wer hat das Knowledge dazu? Und da sehen wir uns als Wirt Elektronik natürlich auch als einer der Partner, der sagt, wir haben ein gewisses Teil-Knowledge, ja, wo wir gerne unterstützen, aber wir vermitteln auch gerne das Netzwerk dahinter. Und dann aber der ganz große Punkt, und das ist ein ganz großer Punkt, natürlich auch die Förderung drumherum, was Sie auch heute auch gut erwähnt haben, was ganz wichtig ist. Aber ein entscheidender Aspekt, und das ist der größte Aspekt bei Startups, ob sie dann gewinnen oder auch failen, neben anderen Punkten, ein ganz wichtiger Aspekt ist eben die Realisierung des Themas. Wird es wirklich umgesetzt? Und wie gesagt, ihr habt den Lackmustest habt ihr bestanden, weil ihr wart dann auf dem GreenTech Festival mit dem Boot. Es hat dort gestanden, vollständig, nicht nur in Teilen, komplett. Also bei mir habt ihr den Lackmustest damit schon mal bestanden und mich total überzeugt. Und auch Nico Rosberg und auch Marco Vogt, die beiden, die das ja dort auch vor Ort dann auch mit unterschrieben haben, sie auch die Unterschriften sind ja drauf auf dem Boot. Auf der Platte hier, ja. Haben das auch erkannt. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr ein bisschen größer das nochmal auch auf dem GreenTech Festival auch nochmal zeigen können. Auf jeden Fall. Wie gesagt, das Entscheidende für Startups ist eben die Realisierung des Themas, die Umsetzung. Und ist das gesichert? Stehen dann noch alle da, wenn es dann darum geht, ne, diese Hürden zu meistern, die da auftauchen? Das können ganz kleine Hürden sein. Momentan sehen wir es gerade im Elektronikmarkt, wir hören, die Chips sind nicht verfügbar, da helfen wir, wo es gut geht, dass es eben anders wird. Also wie gesagt, es können ganz kleine Dinge sein und wir wollen da maßgeblich am meisten und am besten mit unterstützen, so wie wir können. Und wie gesagt, das Potenzial, wenn man genau darüber nachdenkt,
habe es eben schon so ein bisschen salopp gesagt, ich war gestern also da im Waldschlösschen noch in der Sauna, noch mal eine halbe Stunde, was sagst du denn heute, ne? Was erzählst du denn heute? Und das war ein Bericht in der Technology Review, jetzt vom Heft 5, glaube ich, war es, auch über diese Transportlösungen. Und da haben die genau dieses Thema auch angesprochen, genau diese autonomen Boote. Ne? Und natürlich dann mit den richtigen Antrieben natürlich dahinter. Also der Markt, wenn man es genau durchdenkt, ist sehr groß und ich komme aus der Nähe von Köln, da haben wir jetzt so ein Projekt gehabt, wo ich gesagt habe, das hätte sofort bringen können. Gell? Ja. Das Boot, weil auch eine vorgelagerte kleine Insel ist, da kommen die Leute nicht mehr drauf zum Spazieren, weil die Brücke saniert wird. Dann wollten die auf eine andere Brücke was bauen, was Wahnsinn ist, was gar nicht geht, umweltschutztechnisch nicht, kostentechnisch zu hoch. Wäre das Boot fertig, hätte man es gleich da verkaufen können, hätte ich hier garantiert. Also die Frau Reker hat drauf gewartet. Also wie gesagt, Realisierung, darauf kommt es dann an. Und da wünschen wir euch, dass das gut vorangeht. Also unsere Unterstützung, auch die von Würth Maritim, die auch da mit drin war in dem Boot. Vom Thomas, der euch ja auch tagtäglich und gerne auch mitbetreut vom Team aus. Und auch an euer Team. Also in der Realisierung wünsche ich euch da alles Gute. Wir verfolgen das Projekt und sind hochgespannt, wie es weitergeht und auf die Märkte, die sich auftun. Also Applikationen sehe ich da ganz viele. Und jetzt geht es wirklich nur darum, um das Tun und das Umsetzen. Und da, wie gesagt, alle Unterstützung, die ihr kriegen könnt und jeden Support gerne von uns. Alles Gute, liebe Steffi. Ja, Alexander und Thomas von Würth, sie haben uns nicht nur in den Bereich Elektronik weitergebracht, sondern eben auch über die ganze Würth-Gruppe, Würth Maritim, die Schrauben, die hier verbaut sind. Es kommt wirklich ein Schleswig-Holsteiner Boot mit der Unterstützung von Würth, kann man nicht anders sagen. Und das, was wir als nächstes machen hier für das Boot als Ausblick ist, wir bringen es ins Wasser und dann werden wir anfangen zu trainieren. Das heißt, wir werden das Boot häufiger jetzt im Wasser sehen. Wir gehen davon aus, dass die Hälfte der Zeit wahrscheinlich an Land und die Hälfte im Wasser verbringt, weil es wir immer wieder technologiemäßig weiter ausrüsten und nach vorne bringen. Und da werden wir auch mit Würth natürlich hier funkkommunikationstechnisch noch einiges reißen. Wir haben da auch einen direkten Anknüpfungspunkt wieder mit den Schulen, mit der dänischen Schule, dass wir dort was aufbauen. Wir haben andere Schulen noch am Wasser, wo wir da auch mit angreifen können und die Funkkommunikation zusammen auch mit den Schulen machen, dass die Infrastruktur das Thema von morgen eben auch einen Impuls geben kann in der Ausbildung der nächsten Generation. Dann schreiten wir zur Tat, zur Taufe. Petra Nikolaisen, sind Sie bereit? Wir haben da was vorbereitet, damit das reibungslos funktionieren kann. Es ist auch nicht ganz ohne, deswegen wir haben hier eine Schutzbrille. So, Zero One, ich wünsche dir allzeit mindestens eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Oh, und nochmal. Super. Wow, alles gut. Also wir brauchen einen Hammer. Nee, irgendwas anderes. Also. Nee, also nichts von wegen Dame hier. Ich habe einen Herrn an meiner Seite gehabt. So, nochmal. Zero One. Trotzdem, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Für ein autonomes Schiff kein guter Start, aber das ist wirklich richtig gut zu sehen, dass es wirklich das aushält, das zählt. Super. Das haben wir kaputt gekriegt. Ja, ja. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Das ist ein bisschen gut aus. Genau. Das Boot hat überlebt, die Kante nicht. Keine Sorge, Moritz hat schon gesagt, kann man das nachlackieren hier. Okay, leichter Schaden. Ne, alles gut. Sorry, aber. So. Ja, die ist ganz schön. Die ist unkaputtbar. Wir trinken die einfach so dann, ne? Wir trinken die so. Ja. Aber nicht nochmal. Der Name auf der zweiten Seite, auf der zweiten Moment. Seite, ja, genau. Erste hatten wir. Wir haben dann noch ein kleines Event im Anschluss. Wir möchten gerne einladen Petra Nikolaisen und Bernd Buchholz ebenfalls sich zu signieren auf der Platte zusammen mit Nico Rosberg und Marco Vogt. Das haben wir vorbereitet und erstmal schön, dass ihr da seid. Es freut uns sehr. Auf euch. Auf euch. So leicht schräg, diagonal, genau.
Gerne diagonal. Sag mal, Tasche. Klasse. Ja.